gegen den Ball zu treten, ist das, was alle connectet, egal ob Regeln dahinter sind, egal ob Zuschauer daneben stehen. Der eine Seite hast du ein Stadion, das mit 60.000 gefüllt ist, die dir dabei zuschauen, wie du auf dem Rasen stehst und Fußball spielst. Und auf der anderen Seite hast du vielleicht ein paar Mauern drumherum, einen Sandplatz, keine Zuschauer. Du fragst, ob du mitspielen kannst und dann ist jeder gleich, egal ob Religion, Kultur, Herkunft, Hautfarbe. Im Endeffekt spielt man gegeneinander, miteinander und spielt Fußball. Finishes. Gnabry does go alone, and the deadlock has been broken. 3-0. He showed persistence. What an effort! What a goal! Es ist immer wieder Gänsehaut, weil jedes Tor anders ist. Jedes Tor der Mannschaft hilft und deswegen man sich immer wieder freut und ja, diese Emotionen einfach, ja, die sind eigentlich fast unbeschreiblich. Egal ob Niederlage oder Sieg. Oder was du durchlebst, dieses Auf und Ab, jeden Tag gesund essen, gesund erholen. Dadurch, dass wir natürlich täglich trainieren, uns täglich verausgaben, auch mental sehr viel dahinter steckt, weil du weißt, jeden Tag aufs Neue musst du dich profilieren. Die Jungs müssen, glaube ich, immer wieder ein Stück weit gespiegelt bekommen, was sie für ein Glück haben, dass sie ihre Leidenschaft zum Beruf gemacht haben. Weil ich habe eine Verantwortung, tagtäglich eben auch das Beste zu geben, weil ich dieses große Glück habe, eben einer der ganz, ganz wenigen zu sein, der dieses Ziel erreicht hat, da oben zu sein. Und das nicht als Gott gegeben oder ich bin halt jetzt ein tollerer, besserer Typ. Ganz im Gegenteil. Eigentlich musst du jetzt noch viel mehr zurückgeben. Die Oma hat damals einen Gummiball gekauft und da hat es angefangen. Und danach ging es los. Ja. Und hat man mit 4,5 zum Verein geschickt, ja, weil uns wurde es jetzt nicht mehr erträglich, ja, weil er hatte alles abgeschossen. Hallo, mein Name ist Serge Gnabry und ich spiele im linken Mittelfeld beim VfB in der U15. Deine persönlichen Ziele? Mich weiterzuentwickeln, die Oberliga hier gewinnen und Profi werden. Als Spieler der Saison gewählt worden zu sein, ist natürlich eine brutale Ehre. Ich hätte echt gar nicht damit gerechnet. Mein Vater ist von hier. Ich habe natürlich ja, erziehungstechnisch einiges mitbekommen, was er von hier hat. Er hat davor aber schon lange Zeit in Deutschland gelebt, deswegen auch angepasst. Nichtsdestotrotz habe ich sehr viel Familie hier. Bis gleich, ja? Mit dem Alter habe ich dann gemerkt, okay, ich will wissen, wo komme ich her, wo kommt mein Vater her. Deswegen hat es mich einfach interessiert, direkt hierher zu kommen, meine Familie zu sehen und das Leben hier kennenzulernen. Nee, einfach Fußball verrückt. Menschen haben hier weniger vielleicht anderes zu tun, als Fußball zu spielen. Ich glaube, überall, wo wir jetzt entlang gefahren sind, sieht man an der Straße Kinder Fußball spielen. Und denke ich, daher kommt diese Begeisterung für den Sport und auch für die Sportler. Das Zentrum von Bad Sabenfels schon hinter uns an und da gibt es Kreisverkehr und danach ist der Markt. Gut, wir sind Umweg gefahren, glaub mir. Aber wir sind noch da. Nee, aber es ist unnötig gewesen. Bonjour. Bonjour.
Das da und das. Wo ist der Joe? Ah, du! Je vais bien, chérie. Très bien. Das ist ein bon, comment dire, bon. Quoi? Wie sagt man Kleidung? Je bien habillé. Ah! Bien habillé. Das ist meine Schwester. Ja. Und sie ist mein Zwillingsbruder. Ja, très bien, bien. Comme il m'a pas dit qu'il vient. Mais moi, tu sais ça, le problème. Quand je dis que tu es là et que tu viens, tu es préparé. Mais j'ai dit à chaque fois qu'il arrive. Mais chaque fois, ne m'a jamais dit que toi, tu es habillé. Non, 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 c'est autorisé. Oui, mais si tu es habillé la veille, je vais au marché. Je dis, c'est qui, grand frère? Je dis, moi, je ne sais pas qu'il y a quelqu'un avant moi. Hein. Je ne suis pas au courant, moi. Wenn mein Vater am Telefon ist, mal eine Stunde abends oder sowas, dann reicht er mir kurz das Telefon rüber. Mein Französisch ist jetzt nicht das Beste, aber es reicht zum Verständigen, zum kurzen Gespräch. Und naja, so habe ich natürlich auch eine Verbindung zu der Familie hier. Ich versuche, alle paar Jahre hier runterzukommen, um alle zu besuchen, um nach allen zu schauen und ja, auch die Kultur und die Familie hier anzunehmen. Die Idee von Deutschland kam von meinem Bruder, die Sprache zu vertiefen und dann zurück und Lehrer werden. Und dann bin ich im Oktober, 3. Oktober 1977 nach Deutschland. Aber in der Zeit, wo wir in der Ausbildung waren, ist ja unser Vater verstorben. Und da ging es nicht mehr finanziell. Und da wir arbeiten müssen, um die Geschwister hier sind, zu unterstützen, finanziell. Ja. Und so sind wir alle einfach stecken geblieben. Ja, also ich glaube, ich habe es schon in zig Interviews erwähnt, dass ohne meinen Vater ich wahrscheinlich nicht hier wäre. Ich meine, es gibt viele, die Talent haben, wo halt einfach leider die Unterstützung fehlt. Als ich mit 16 zu Arsenal gegangen bin, war ich natürlich sehr aufgeregt. Es war noch mal eine größere Welt. Großstadt, neues Land. Und mit 16 bleibt er, nee, ich gehe mit, zu sehen, was er dort macht. Du bist noch jung, du bist 16 Jahre alt. Du weißt nicht, was auf dich zukommt. Du bist in einem anderen Land, verlässt deine Freunde, Familie. Und da hilft es natürlich schon, wenn du eine führende Hand bei dir hast. Und vor allem so eng, wie mein Vater und ich sind, schon immer waren, hat es mir unfassbar gut getan. Die Zeit in London war für mich gut, zum Teil auch nicht gut, aufgrund der Verletzungen. Sobald er sich fit gefühlt hat, kam die nächste Verletzung. Das hat mich total gestört, aber ich sag, wenn der Vater sie so am Boden finden, was soll der Kleine, der Junge machen? Also, ich sage, okay, Kopf hoch, wir leiden zusammen, wir freuen uns später zusammen. Wenn er es neben dem Platz schafft, Dinge versteht, hinterfragt, reflektiert, umsetzt, dann schafft er es auf dem Platz auch. Und das ist ja im Endeffekt diese Diskussion, die man auch häufig mit diesen Jungs hat, oder idealerweise hat man sie, dass sie das auch selbst hinterfragen. Hey, ich bin jetzt Fußballer und nach mir die Sinnflut, schade. Aber hey, ich bin Fußballer und so viele Leute hören mir zu, gucken mich an, ich verdiene so viel Geld, lass uns doch damit was anfangen. Vous regardez un peu le foot? Egal wie gut du bist oder was du machst, du musst immer Mensch bleiben. Alles andere ist gar nicht, ist nicht gut, weil du gerätst schnell aus der Bahn. Du musst immer Mensch bleiben, auf dem Boden. Ça va? Tu t'appelles comment? Dumia, je suis Serge, très content. Aller. Il faut nous montrer, s'il te plaît. Je sais, quel pied? À gauche ou à droite? Quel pied? Non. À droite. À droite. Et quelle position? Je joue deux postes. Deux. Poteau et puis défense centrale. Comprends. Très bien. C'est OK d'entrer ou? Oui, c'est OK d'entrer. La télé, ça marche ou ça marche pas? La télé, ça marche pas bien. Il n'y a pas Canal, c'est RT seulement. Souvent RT aussi, ça c'est pas bien. Et vous êtes 8 enfants dans. Souvent nous on dort ici. Moi et puis 4 petits frères. On peut dormir ici et puis les autres, eux, ils dorment dans la chambre. Parfois même on se coince, d'autres ne peuvent pas dormir, d'autres dorment ici.
Das war schon nochmal eine krasse Erfahrung, zu sehen, ja, in welcher Armut die Kids leben. Ich glaube, es berührt jeden mehr, wenn du wirklich hier vor Ort bist, das Ganze siehst. Ich denke, wir erleben ein Stück weit eine Bewegung hin zu immer mehr sozialer Verantwortung bei Profifußballspielern. Uns ist wichtig, dass der Spieler oder die Spielerin, in diesem Fall Serge, in der Lage ist, einen sozialen Zweck zu unterstützen, der dem Spieler am Herzen liegt. Und für Serge ist das aufgrund seiner Wurzeln hier in der Elfenbeinküste. Da geht es sehr um die Thematik HIV/AIDS. Alors, vous posez une question maintenant. La session s'appelle VIH attaque. Les tirs de longue distance, c'est le sujet de football. Donc là, directement, on va passer au jeu que vous allez assister. Le football is a way to attract young people, to give them messages, give them knowledge, and actually, that's what they like to do. For example, we organize youth tournaments where we put in place mobile clinics around the pitch, and young people can just play football, and then they can just get tested for HIV. Ensemble! Nous vivons le VIH! I think it's very important for a player to come in and see it, because he can see all the things in reality, just not just in the media, but also like by himself with his own eyes. Moi, je suis Serge, hein? Très bien, les gars. On va gagner ou pas? Hein? I think also for the community, it's very important. So they can feel that there's someone behind that's actually trying to also make a difference. Merci beaucoup. Also die Idee hinter Common Goal ist, eine Brücke zu bauen zwischen der Welt des professionellen Fußballs und einer Welt, in der der Fußball Leben rettet. Das heißt, professionelle Fußballspieler wie Serge Gnabry spenden 1% ihres Jahresgehalts, um diese Form von Projekten zu unterstützen. Du kannst dir immer die Frage stellen, gibst du alles, gibst du 1%, gibst du 5%, womit bist du zufrieden? Ich denke einfach, es sollte was da sein, um zu helfen. Ich meine, das Geld, klar, hilft, aber der Antrieb kommt von innen und das ist das Wichtigste. Wie viel man dann am Ende gibt, denke ich, ist nicht entscheidend. Vor allem die Organisation Common Goal, wo viele zusammenbringen will, dass wenn viele Menschen 1% geben, ist es natürlich eine große Summe. Und den Anfang da zu machen, denke ich, ist super und super fair. Sag mal so, ich weiß nicht, wie es nach der Karriere sein wird, dadurch, dass wir relativ früh unseren Job schon aufgeben müssen, sollten. Aber ja, ich denke, Mensch ist Mensch. Abgesehen vom Fußball sind wir Menschen. Und um anderen Menschen zu helfen, gerade auch durch die Power, die wir haben, durch diese Medienpower, die wir haben, auch finanzielle Power, die wir haben, andere Leute zu unterstützen, ist mir einfach wichtig. So wurde ich erzogen und das will ich auch weitergeben, weil, wie gesagt, im Endeffekt sind wir alles Menschen, ob mit Fußball oder ohne Fußball. Und ja, wir sind alle eins.